Guten Tag und willkommen zurück hier bei The Legend of Zelda Skyward Sword HD. So, mal ganz kurz bevor es richtig losgeht. Es ist mir gerade kurz vor der Aufnahme aufgefallen, dass dort über seinem Kopf diese Sprechblase ist, die einem sagt, yo, er hat noch eine Quest für dich. Aber das Ding ist, man läuft ja eigentlich so ganz normal rum und ab hier sieht man das noch nicht. Ab hier sieht man das noch nicht. Dann geht das Ding runter. Oder die Kamera, die richtet man ja generell so aus. Und man... Wie soll man das sehen? Also, hätte ich jetzt nicht den Tipp vom Gron bekommen, dass er noch was für uns hat. Also, paar Parts schon her. Dann würde ich wahrscheinlich das überhaupt gar nicht finden. Also, früher habe ich es auch nicht gefunden als Kiddie. So. Du kannst es wohl nicht erwarten, Felix. Warum denn so ungeduldig? Aber gut, fangen wir an. Andererseits, du als auserwählter Held hast eigentlich keine Zeit für Spielchen, sollte man meinen. Deshalb machen wir keine halben Sachen. Willst du dich den Gefahren, denen du bisher begegnet bist, ein weiteres Mal stellen? Aus Erfahrung lernt man, so heißt es doch. Schaden würde dir ein wenig Übung bestimmt nicht. Also was sagst du? Willst du es versuchen? Ja, wollen wir. Oh, die Antwort eines wahren Helden. Nichts anderes hätte ich von dir erwartet. So, gestatte mir denn, einen Blick auf vergangene Erlebnisse zu werfen. Okay, wie läuft das jetzt? Oh, ich sehe, du hast viel erlebt auf deiner Reise. Hast Kämpfe gegen bösartige Monster ausgefochten. Deine Ausflüge nach Seiren waren auch nicht ohne. Ich habe meine Wahl getroffen. Du kannst dich in zwei Disziplinen üben. In welcher möchtest du dich versuchen? Triff deine Wahl. Ach, hier kann man dann auch... Kann man auch hier dann die Halbmonde nochmal bekommen? Mich interessiert das jetzt. Deswegen würde ich erst die Seiren machen. Kann man hinterher noch zu Kampf wechseln? Weil ich will ja natürlich jetzt nicht nur Seiren machen. Die Seiren sind Nachbildungen der Prüfung, die du bereits absolviert hast. Ich werde sie eigens für dich erstellen. Um das Ganze spannender zu gestalten, werde ich deine Zeit nehmen. Bist du flink, erhältst du einen tollen Preis. Aber Vorsicht, wirst von einem Hüter geschnappt, endet die Prüfung. Du wirst hier zurückkehren und einige deiner Herzen werden sich geleert haben. Nun, was denkst du? Möchtest du einen Versuch wagen? Ja. Genau das wollte ich von dir hören. Also Wüste Ranel war ganz cool. Vulkan Eldin hätte ich jetzt keinen Bock drauf. Ich glaube, ich würde dann nochmal zur Wüste. Dann lass uns beginnen. Alles klar, da sind wir wieder. Da sind wir. Also los, auf geht's. Und ich muss jetzt... krank schnell sein, oder wie war das? Damit ich einen Preis bekomme. Ja, ich würde es auf jeden Fall versuchen. Hier kann ich direkt hoch. Dann brauchen wir uns... Und tatsächlich, hier kann man Monde sammeln, also Finsterhalbmonde. Aber das werde ich jetzt nicht tun. Das werde ich tun... wenn ich welche brauche, weil wir haben ja noch ein paar. Ach komm, Link, so weit solltest du nicht runter. Ist doch wohl klar, ist doch wohl logisch. Ah ja, stimmt, oben ist natürlich noch was. Das hätte ich auch fast vergessen, wäre hier nicht die Ranke gewesen. So. Ich weiß nicht, wie schnell wir sein müssen. Ich gehe mal davon aus, dass wir... Oh, hier ist auf jeden Fall ein Finsterhalbmond. Gut, wenn er so free ist, werde ich den auf jeden Fall mitnehmen. Wie man keine Herzen hier hat. Also kann man ruhig von irgendwo oben runterspringen. Das wird Link, glaube ich, nicht jucken. Ja. Dann würde ich sagen, holen wir uns den hier. Die Träne. Komm, hau mal kurz ab.
Ja. Alles klar, ich glaube, dann können wir hier rüber. Jawohl. Und da drüben geht's dann weiter. Ah ne, Moment. Hier ist erst noch was. Hier werde ich logischerweise auch den Finsterhalbmond mitnehmen, weil, naja, ist halt quasi direkt auf dem Weg. So. Oh, und hier war das ein wenig tricky. Ich erinnere mich. Ich hätte halt gerne, wenn sich die Flüssigkeit ein bisschen beeilen würde. Wie heißt der Quatsch da eigentlich nochmal? Das rot-blaue. So. Oh, das ist nicht wirklich blau, ne? Ah, doch. Doch, doch, doch. Hellblau. Ja, da drüben wird keine Träne sein. Ich meine, wir haben ja diesen Beacon aktiviert. So wird da wahrscheinlich nichts sein. Drüben ist noch was. So. Ah, da ist noch ein Finsterhalbmond. Gut, wenn ich hier einmal hochgelaufen bin, dann nehme ich den auch mit. Oh nein. Ja, es war echt scheiße. Nein! Komm, jetzt lass dich nicht erwischen, Link. Gut, da kommt zwar ein Typ direkt auf uns zu. Aber da hinten ist auch eine Träne, die wir uns holen können. So, nimm. Ach, good job. Alles klar. Ja, das war ein bisschen gemein. Da kommt man nämlich nicht mehr weg. Da kommt man halt echt nicht mehr weg. Da ist noch ein Finsterhalbmond, aber gut, den lasse ich da jetzt liegen. Ich brauche keine. Wir müssten jetzt genug haben. Gerade weil wir hier ja auch echt gut welche nochmal mitgenommen haben. Wie komme ich da jetzt rüber? Ach, mit dem Kart. Okay. Gut, dann schieb rüber. Aber wo... Ach, Moment mal, den habe ich ja... Klar, den habe ich ja absichtlich ausgelassen am Anfang. Den habe ich ja absichtlich ausgelassen, genauso wie beim ersten Mal. Da dachte ich mir auch so, ja, okay, das hat ganz gut geklappt. Also lasse ich den jetzt erstmal aus. Aber wenn wir unter 5 Minuten sein müssen, dann ist das schon... ziemlich krasse Herausforderung. Ich weiß nicht, ob die Zeit genommen wird, wenn wir das eingesammelt haben, aber wenn ja, dann könnten wir es eventuell noch schaffen. Komm, mach hinne. Jawohl. Du hast Nairos Tränen gefunden, doch die Prüfung ist noch nicht vorbei. Nee. Okay. Wir sind trotzdem noch unter 5 Minuten. Oh mein Gott. Felix, du hast alle Tränen gesammelt. Du bist ein wahrer Held. Du hast für diese Prüfung insgesamt 4 Minuten und 59 Sekunden gebraucht. Eine beeindruckende Zeit. Hier sind 100 Rubine. Was? 100 Rubine? Okay. Nur damit du Bescheid weißt, um den besten Preis zu halten, meistere diese Herren innerhalb... Alles klar. Du musst dich schon anstrengen, um diesen Rekord zu brechen. Ja, vor allem darf man keine Finsterhalbmonde sammeln. Du hast diese Seiren für mich zum ersten Mal gemeistert. Dafür gibt's einen Preis. 50 Rubine. Wie sieht's aus? Lust auf weitere Seiren? Nein. Du bist vielleicht ein Langweiler. Ja, okay. Ich glaube, um den Schild zu bekommen, muss man dann die Kämpfe absolvieren. Na gut. Heute hatte ich sowieso... eher nur hier den Drachen und hinterher auch noch die Artefakte der Göttin geplant. Ich weiß, ich habe zwar gesagt, wir haben alle. Hier, guck,
Gewinnst du sie, erwartet dich ein Preis. Einer der Preise ist ein unglaublich starker Schild, aber zieh nicht sorglos ins Gefecht. Und verlierst, dann war's das. Stirbt man dann? Okay. Bist du denn noch bereit? Ja. So, wir werden nämlich dann Truhen sammeln am Ende. So spricht ein wahrer Krieger. Nun gut, womit wollen wir beginnen? Denk an einen Feind. Ich würde sagen, wir nehmen einfach einen aus der Mitte. Was war nochmal Daelom habe ich keinen Bock drauf. Was war Daedagos? Komm, wir nehmen einfach Daedagos. Ich weiß nicht mehr. Dieses einäugige Monster griff dich auf der Sandgaleone an. Ach, der. Oh nein. Okay, wir können nur Sachen mitnehmen, die wir damals hatten. Und wir können kein Item benutzen. Ja, okay, wir dürfen allerdings ein Schild nehmen. Mit deiner aktuellen Ausrüstung in den Kampf ziehen? Ja, komm. Mach einfach. Ich glaube, wir müssen Daedagos sowieso besiegen. Also machen wir das jetzt einfach. Wo ist denn? Ach. Oh. Nein, ah, fuck. Hallo, mach dein Schwert doch bitte hoch. Ich glaube, wir übernehmen nämlich die Herzen. Deswegen habe ich mich gerade so ein bisschen geärgert. Sonst natürlich egal. Aber ich glaube, wir übernehmen die Herzen, die wir haben. Mit dem nächsten Kampf. So. Meine Fresse. Wir geben ihm auf jeden Fall so gut aufs Maul, wie wir können. Ist klar. Ja, okay. Er lässt sich nicht nochmal hitten. Schade. Und wie scheint, dürfen wir auch unser Masterschwert benutzen. Bemerke ich hier gerade, weil wir hatten das Masterschwert doch noch nicht. Jawohl, schön, Link. Schön, schön, schöner Treffer. Okay, schönes Ding. Sehr gut gemacht. Wir hatten doch irgendwie erst... Ja, das ist Schwert der Göttin, oder wie das hieß. So, wir stellen uns auf jeden Fall ganz weit von den Dingern hier weg. Und haben damit auch Erfolg. Oh shit. Ja, okay. Ich treffe ihn nicht. Ah, ich bin zu blöd, um ihn jetzt zu treffen. Was geht? Nimm... Alter, ne? Ja, er nimmt aber auch nicht seinen Bogen raus, wenn ich das drück. Ja, und die Bewegungssteuerung funktioniert schon wieder wunderbar. Was zum Teufel? Was war das für ein... Was war das denn gerade für ein komischer Bug? Okay. Das war jetzt der dritte. Reicht das? Nein. Okay, aber beim vierten.
kommt da raus, da. Scheiße. Ich treffe den Spacken nicht. So, jetzt. Jetzt habe ich ihn endlich. Aber wir wissen, das war's noch nicht. Jetzt müsste er, ja. Jetzt geht er in Phase 2. Die Kiste fällt runter. Und wir können hier rauf. Oh Mann, ey. Ich hätte den Fight vielleicht nicht auswählen sollen. Der ist schon sehr hammerhart. Was tue ich? Okay, gut. Das wäre etwas traurig gewesen, wenn ich ihn dann nicht bekommen hätte. Das war schon sehr einfach. Oh nein. Okay, wunderbar, Link. Nice, 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 schön. Okay, und wir kriegen sogar neue Pfeile, weil wir ihm da einen Tentakel abgehauen haben. Nein, ah, was? Na, mach diese hässlichen Dinger da weg. Okay, schön. Das müsste es gewesen sein. Und das war's. Wir haben 2,5 Herzen verloren. Kann man hier Herzen regenerieren? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube aber nicht, weil... Oder? Ne, da gab's generell nicht wirklich Herzen in dem Kampf, ne? Oh, das war unglaublich! Du hast für Daidagos 5 Minuten und... ja, fast 47 Sekunden gebraucht. Doch das ist noch nicht alles. Hier erhältst du 50 Rubine, da du ihn zum ersten Mal besiegt hast. Sag mal, willst du vielleicht noch einen machen? Ja. Ich habe hier zum Beispiel noch einen enorm harten Schild. Na, wie wär's? Ist dir sicher bewusst, dass dich ein Kampf das Leben kosten kann? Tatsächlich, man kann Game Over gehen. Der Zustand deines Schildes und die Anzahl deiner Herzen für alle weiteren Kämpfe werden übernommen. Das verleiht den Kämpfen noch einen größeren Anspruch, findest du nicht auch? Wenn du jetzt aufhörst, erhältst du von mir 20 Rubine. Nee, wir fahren auf jeden Fall fort. Das ist die richtige Einstellung, aber es gibt dann noch was, was du wissen solltest. Streitest du mehrere Kämpfe in Folge, wähle ich den Kampf aus, der als nächstes folgen soll. Weniger Arbeit für dich, dafür umso mehr Spannung. So, genug geplaudert. Girahim, das kann es nicht sein. Okay, ich weiß ja ungefähr, was hier abgeht. Oh, ich krieg tatsächlich Herzen. Ja, okay, dann ist es nicht so schlimm. Dann ist es echt nicht so schlimm. Wenn ich hier Herzen wieder kriege. Zack. So. Girahim, wo ist die Drecksau? Da. Nein, du solltest von links. Du sollst von links, bitte. Och Mann. So, jetzt. Thank you.
Okay. Schön. Ja, nice. Wir haben schon die nächste Phase erreicht. Und unser Schild kann sich regenerieren. Das darf ich auf jeden Fall auch nicht vergessen. Schönes Ding, Link. Wo ist er? Nice, schön. Ja, das Spielchen schon wieder. Und wir haben es hinbekommen. Okay, ich habe mich, glaube ich, beim ersten Mal ein bisschen dumm angestellt, so wie es scheint. Okay, schönes Ding, Link. Das war ja blitzschnell. So im Vergleich zum ersten Mal. Gut gemacht. Und wieder einmal konnte ich Zeuge eines erstklassigen Kampfes werden. Was für Girahim 1,38 benötigt. Doch das ist noch nicht alles. Du hast es zum ersten Mal besiegt. Bitteschön, 50 Rubine. Wenn du jetzt aufhörst, erhältst du von mir einen gewöhnlichen Schatz. Nee, wir machen weiter. Das ist die richtige Einstellung. Es folgt also Kampf Nummer 3. Du musst noch 7-mal erfolgreich kämpfen, um alle Gegner zu besiegen. Okay. Doch genug der Erklärung. Ja. Den wollte ich. Den wollte ich. Auf den hatte ich Bock. Zack. Jetzt müssen wir was nochmal tun? Ach ja, genau. Ihm eine Bombe ins Maul werfen. Bitteschön. Und schön erstmal ein paar Stiche reinrammen. Oh shit. So. Jetzt aber. Hier. Oh. Oh, zählt das? Das zählt nicht, oder? Nein, das hat nicht gezählt. Er muss das Ding einsaugen. Oh, 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 shit, 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 shit. Oh, wir müssen unter ihm drunter. Okay, stimmt. Bei der Phase sind wir schon, oder sind die Kämpfe generell kürzer hier? So, ich weiche nach rechts aus. Nimm das, nimm das. Ach, scheiße. Ich muss näher an ihn ran. Das nächste Mal. Na, er ist in der Mitte. Das heißt, wir stellen uns einfach mal ganz außen. Und bitteschön. Ich hoffe, es schmeckt. Und tatsächlich, die Kämpfe sind kürzer. Okay, ja gut. Na gut. Aber Daidagos war trotzdem genauso lang, ne? Oder zumindest ist er echt da gut in die Nähe gekommen. Von der Länge. Gut gemacht. Du hast für Beradama insgesamt... Ach, so hieß der, okay. Insgesamt 1,43 benötigt. Doch das ist noch nicht alles. Hier hast du 50 Rubine fürs erste Mal. Und jetzt aufhörst, kriegst du 100 Rubine. Hörst du nach dem nächsten Kampf auf, gibt's einen Herzteil. Kriegt man das Herzteil auch, wenn man den Schild abholt? Wenn nicht, werde ich das Offcam holen. Es folgt also Kampf Nummer 4. Doch genug der Erklärungen. Lass nun den Worten Taten folgen. Ja. Und der Skorpion. Der war ja relativ easy. Ich glaube, den kriege ich echt ganz gut hin. Zack. Und zack. Und zack. So, da ist die erste Klaue weg. Oh shit, ich habe schon wieder B gedrückt. Ich weiß nicht warum, ich spiele zurzeit so extrem viel, oder in letzter Zeit habe ich so viel Skyward Sword gespielt, und
weniger Hyrule Warriors, hat man ja auch an den Parts gesehen. Und ich mache immer noch so dumme Fehler. Naja, was soll's. Okay, schön. Das haben wir. Und wir müssen jetzt den magischen Krug ausrüsten. Da ist er. Okay, schönes Ding, Link. Ich dachte, er wird getroffen. Aber nö. Er ist down. Nice. Also ich dachte, Link wird getroffen, ne? Weil hätte ja auch sein können, dass der seinen Stachel so seitlich schlägt und dann kann man den nicht abwehren. Aber nein. Das war sehr gut. Du hast für Moldogard insgesamt 1,16 benötigt. Doch das ist noch nicht alles. Ja, 50 Rubine. Wenn du jetzt aufhörst, kriegst du ein Herzteil. Nein, wir machen weiter. Das ist die richtige Einstellung. Ich habe ein bisschen Schiss, dass ich mich verdrücke und dann aufhöre. Oder fragt der einen dann nochmal, ja, willst du wirklich aufhören? Weil das fände ich ziemlich gut, wenn er nochmal fragt, ja, willst du wirklich aufhören? Wenn man aus Versehen B drückt oder die Steuerung rumspackt, also die Bewegungssteuerung rumspackt, das wäre natürlich extrem ärgerlich. Und das ist der erste. Das ist der erste Fight gegen ihn, gegen den Verbannten. Oh, das ging schnell. Ist das wegen dem Master Sword? Ich glaube, das ist wegen dem Master Sword, dass es so schnell geht, ey. Oh mein Gott. Ja, das ist krank, dass die 10 One-Shots sind. Aber das war's noch nicht, ne? Ne, 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 ne. Nee. Das wäre ziemlich witzig, weil ich meine, die anderen Kämpfe sind ja auch einfacher oder kürzer. Und wenn dann gesagt hätte, ja, den Kampf machen wir jetzt ultra kurz. Das wäre so lame gewesen. Aber es kann tatsächlich sein, dass es schon beim nach dem zweiten Mal vorbei ist. Weil der Kampf ist echt nicht schwierig. Ja, okay, vielleicht wird er noch schwieriger gemacht. Ja, er lädt da jetzt seinen Dingen auf. Kann uns aber egal sein. Weil er sowieso nicht an uns rankommt. Und da ist es auch schon wieder geschafft. Jetzt müssen wir halt nur nochmal hinten ranrennen. Ihr kennt das ja. Seht ihr ja schon zum zweiten Mal im Fight. Also kennt ihr das ganze Prozedere ja schon. Und tatsächlich, er beendet ihn nicht nach dem zweiten Mal. Okay. Ja gut, was heißt hier tatsächlich? Tatsächlich wäre es eher gewesen, wenn ich das erwartet hätte. Aber ich habe genau das Gegenteil erwartet. Ich dachte eher, beendet das Ganze nach dem zweiten Mal. Nach dem zweiten Hit. Oder Leben, Teilleben, was auch immer. Okay. Aua. Ich hoffe, er droppt nochmal ein Herz. Das wäre ganz geil. Wir rennen hier an ihn vorbei. Scheiße. Okay. Jetzt haben wir ihn aber. Ja gut, er droppt kein Herz, aber ich denke, wir werden das eine Herz auch nicht benötigen. Herz witzig, wenn wir wenn ich dann da sterben würde und dann sage, ah, fuck, hätte ich ein Herz mehr gehabt. Dann hätte ich den bekommen, irgendwie später, wenn wir kurz vorm Schild stehen.
Naja, was auch immer. Ich glaube, das war der fünfte Fight sogar schon, oder? Was wird jetzt so ein Affe gemacht? Mach jetzt vorbei hier. Alles klar. Dass da so eine lange Endsequenz gekommen ist, hätte man auch kürzer machen können. Du hast für einen Verbannten 2 Minuten 12 oder 13, besser gesagt, gebraucht. Da du diesen Gegner für mich zum ersten Mal besiegt hast, 50 Rubine, kennst du ja schon. Und wenn du jetzt aufhörst, 300 Rubine. Nach dem nächsten Kampf ein seltener Schatz. Wir fahren fort. Das ist die richtige Einstellung. Es folgt also Kampf Nummer 6. Du musst noch 4-mal erfolgreich kämpfen. Oh ne. Da Ilum. Den habe ich gar keinen Bock. Ah, was? Okay. So geht das. Na gut. Aber er dürfte ja auch kürzer sein, ne? Also, dieses Ding mit den Schwertern kommt, glaube ich, gar nicht. Mach weg da. So. Moment mal, wie ist es, wenn ich mich hinter den Säulen verstecke, wenn er seine Klingen wirft? Ich glaube, das dürfte auch eigentlich ganz gut funktionieren. Ja gut, schauen wir mal. Mal gucken, ob es überhaupt nochmal so weit kommt. Nee, scheint nicht so. Komm, klopp mich halt. Aha, Pech gehabt. Er schlägt schon ziemlich zügig zu. Aber nicht zügig genug auf jeden Fall, um uns zu treffen. Das ist die Hauptsache. Okay, ich habe jetzt 2-mal seinen Panzer getroffen, aber das müsste eigentlich egal sein. Ah, okay. Okay, okay, okay. Es gibt anscheinend doch noch die zweite Stage. Gut, dann kann ich mir wenigstens nochmal Herzen gönnen, wenn er die Säulen umkloppt. Okay, hier haben wir das Dingen. Okay, wir haben direkt alle drei bekommen. Kloppen seine Beine weg. Und kloppen jetzt hier auf den roten Ball drauf. 4 Hits, wunderbar. Also schön immer von oben. Ich glaube, ich habe das beim ersten Mal so seitlich gemacht und habe dann versucht, mich da vernünftig zu positionieren, aber nein. Das ist komplett falsch. So, gibt mir das Herz hier. Was tut er jetzt? Ach, die Zombies, genau. So. Ah! Nein! Ja, kloppt schon ziemlich schnell zu. Aber diesmal war ich schnell genug. Und beim ersten Mal hat er, glaube ich, auch schneller zugekloppt, ne? Was? Was hat mich denn gerade getroffen? Die Säule? Oder Teile von der Säule? Okay, schön. Das ist weg. Seine Beine sind weg. Und jetzt nur noch auf dieses Ding hier drauf kloppen.
War's das? Nein. Okay, er setzt sich nochmal zusammen. Aber das ist kein Problem. Denn das ist noch eine weitere Chance für uns, ein Herz zu bekommen. Und das gelingt uns auch. Wunderbar. Was? Link? Was tust du? Okay, schön. Alter, die Steuerung war gerade richtig dumm. Nein! Was ist denn gerade los? Oder wird das jetzt absichtlich erschwert? Kann das vielleicht sein? Ich weiß es nicht. Klopft da nochmal zu. Ja, mit dem. Und dafür können wir auch das Schwert benutzen. Ja, ich hätte aber trotzdem lieber gehabt, wenn er seine drei Arme benutzt hätte. Oder wenn wir den einen Arm noch vorher abbekommen hätten. Aber na gut. Komm, klopp zu. Klopp zu. Ja, jetzt. Nein. Ah, Mann. Darf eben auch nicht zu nah dran gehen, aber jetzt ist es. Jetzt ist es soweit. Jetzt haben wir ihn. So, Beine weg. Käfig auf. Und zu Ende. Das war krass. Vor allem haben wir für ihn, glaube ich, am längsten gebraucht. Gut gemacht. Wieder einmal hast du erstklassig gekämpft. So, 50 Rubine. Und seltener Schatz gefällig? Nein, wir machen weiter. Das ist die richtige Einstellung. Es folgt Kampf Nummer 7. Doch genug der Erklärung. Lass nun den Worten Taten folgen. Der zweite Girem-Fight. Au. Jawohl, schönes Ding, Link. Jawohl. Ja, ja, schön, 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 schön. Komm, mach weiter. Mhm. Ach komm, ey, wie lange müssen wir denn hier noch rumhampeln? Ah, okay, vielleicht muss ich sogar bis zum letzten warten. Oh, schön. Ah, okay. Nein. Ab. Mann. Ist der nervig. Ja, schön. Okay, 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 wunderbar. Ich troll ihn, indem ich das Schwert nach rechts halte. Aber dann schlage ich von links nach rechts mit dem Controller und dann kann man seine Hand wegschlagen. Lol, der untere hätte mich normalerweise treffen müssen, aber na gut. Okay, schön, Link. So. Damit beeindruckst du mich garantiert nicht. Und damit auch nicht.
Ah. So ein Bullshit. Kann man hier irgendwo Herzen nehmen? Was? Was? Was zum Teufel? Was war das? Hä? Ach da. Ach so, das gibt's auch. Ach ja, klar, man kann ja auch diese vertikale Attacke machen. Ach komm, Link. Okay, schön. Jawohl. Alle bekommen wieder. Ja, okay, ein Hit nochmal eingesteckt. Noch ein Hit eingesteckt. Und ich hatte gehofft, dass es jetzt vorbei ist. Aber ist es nicht. Und es ist immer noch nicht vorbei. Okay, das hat zählt. Und jetzt stelle ich mich gerade echt kacke an. Obwohl ich mich am Anfang so gut angestellt habe. Okay, jetzt ist es aber vorbei. Und letzten Boss dürften wir eigentlich echt gut hinbekommen, ne? Oder Moment mal, wie viele Kämpfe haben wir? Ich glaube, das war jetzt der 7., ne? Okay. Du hast für ihn 3 Minuten 23 benötigt. Doch das ist noch nicht alles. 50 Rubine. Wenn du jetzt aufhörst, erhältst du von mir 500 Rubine. Nein. Ah, doch, Moment mal. Doch, es ist der... Hä? Moment... Hä? Nee. Wir haben doch noch nicht 10 Kämpfe durch. Das ist Kampf Nummer 8. Ja, eben. Hä, was kriegt man dann nach Kampf Nummer 10? Doch genug der Erklärung. Lass nun den Worten Taten folgen. Ja. Ja, das tue ich. Und es ist der Verbannte. Ja gut, das ist jetzt echt nicht so krass. Vor allem, au. Vor allem, weil der Verbannte ja jetzt nicht der Schwerste ist. Auch wenn ich mich direkt zu Anfang treffen lassen habe. Nur ich dachte, wir one-shotten die 10 wieder, was allerdings nicht so ist. Bardo? Haben wir Bardo? Oder ist der nicht da? Ja doch, Bardo ist da. Ey Felix, Katapult ist bereit. Komm, klapp ihn weg. Genau auf das Siegel drauf. Na, wie gefällt dir mein kleines Spielzeug? Immer noch sehr gut, Bardo. Finde ich echt krass. So, und da oben sind Herzen, aber wie... Können wir überhaupt an die rankommen? Können gar nicht an die Herzen rankommen. Aber da oben an die Herzen können wir rankommen, oder nicht? Ich möchte halt hier Herzen auffüllen. Andererseits ist sowieso der letzte Kampf, ne? Ja, okay. Bardo, fahr mich halt nicht um. Okay. Schön. Wo ist der? Da. Okay. Ich dachte, er wäre schon weiter. Ach so, Bardo ist wieder einsetzbar. Also sein Katapult. Ich dachte gerade, was piepst hier denn so komisch? Und da fällt er um. Das erste Mal, ne? Ja, das erste Mal. Und wir machen das so wie das letzte Mal. Wir gehen hoch. Und gehen dann wieder runter. Alles klar.
Nice. Und ich weiß auch jetzt nicht, wie ich mit dem... mit dieser Aufgabe verfahren soll. Weil... ich bin halt am Überlegen, was es nach dem... was es nach dem Kampf gibt. Nach dem 10. Und, ja. Komm, benutzen wir halt nochmal das Katapult, wenn du es unbedingt willst. Und ich denk mir halt so, ein Herzcontainer wäre zu krass. Könnte es vielleicht noch ein Herzteil sein? Ich weiß es nicht. Also ich würde das auf jeden Fall gerne herausfinden wollen. Wenn wir noch viel Zeit hätten. Aber die haben wir halt nicht. Wirklich. Uns würden dann irgendwie noch 10 Minuten für die Truhen bleiben. Nach dem Kampf hier. Denke ich. Wie lange sind wir jetzt schon drin? Ja, doch. Wir sind fast 47 Minuten im Game drinne. Lässt er sich dann trotzdem runterkloppen? Komm, wir... okay. Okay, haben wir sogar gar nicht benötigt. Und... nice! Also, das ist tatsächlich nicht nur eine Sequenz, sondern... so, die Sachen drumrum passieren wirklich noch. Also, es ist nicht einfach ein Film, der abgespielt wird. Keine MP4, die abgespielt wird. Das hätte ja auch sein können. Aber nein. Obwohl. Nee, kann ja auch gar nicht sein. Boah, bin ich dumm. Ich meine, wie soll sonst so der Hintergrund aussehen? Weil dann steht man auf einmal wo ganz woanders, wo man gar nicht war. Das ist, geht ja auch nicht. Ja, gut. Nevermind, vergesst, was ich gesagt habe. Machen wir ja einfach schnell den Bossfight fertig. Und ja, falls noch nicht fertig war mit dem... mit der Überlegung, was es nach Kampf 10 gibt. Kann natürlich sein, dass ich das schon gesagt habe, was ich dazu denke. Aber ich glaube, es könnte ja ein Herzteil dafür geben. Und wenn das wirklich so sein sollte, dann werde ich das noch nachreichen, weil ich... nee, wir haben keine Zeit mehr für 2 Kämpfe und dann noch die Truhen. Und ich würde halt beides... komm schon. Beides gerne in einen Part verpacken. Damit wir das nächste Mal dann vernünftig weitermachen können. Damit wir einfach diese Nebenquests beide... Link, komm schon. Damit wir diese Nebenquests einfach hinter uns haben. So. Und das war's jetzt für dich. War's doch für ihn, oder? Ist doch der dritte Hit und... dürften nur 3-mal gewesen sein bei ihm hier. Und da, wo er den Schwanz hatte, da hat er noch versucht zu fliegen. Ne, das war's. Das war's. Ja, komm, mach jetzt Schluss hier. Oh, ey, sag mal. Okay, gut. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Gut gemacht. Wieder einmal konnte ich Zeuge eines erstklassigen Kampfes werden. Du hast für einen Verbannten fast 5 Minuten benötigt. Da du diesen Gegner zum ersten Mal besiegt hast, 50 Rubine. Und wenn du jetzt aufhörst, erhältst du einen enorm harten Schild.
Erst nach dem nächsten Kampf auf gibt es 2000 Rubine, okay. Also nach 9 Kämpfen gibt es nichts Besonderes. Und ich denke, wir werden jetzt tatsächlich aufhören. Ich werde das dann einfach mal nachschauen, was es nach dem 10. gibt. Und wenn es dann ein Herzteil geben sollte, oder irgendwas Wichtiges, was zwar sein könnte, aber ich jetzt auch nicht glaube, dann werde ich das nachreichen. So, beenden wir. Ich verstehe schon. Muss auch nicht übertreiben. Ein toter Held vollbringt keine Heldentaten. Eben. Du hast dich trotz allem selbst übertroffen. Dafür bekommst du wie versprochen das hier. Du hast den Hylia-Schild erhalten. Er enthält die Macht des Helden. Nichts und niemand kann ihn zerstören. Alles klar. Deine Tasche ist voll. Das Item wurde im Itemlager deponiert. Ja, nice. Dann haben wir jetzt den krassesten Schild, den es im Spiel gibt. Wenn der Sinn nach einem weiteren Kampf steht, schau ruhig wieder bei mir vorbei. Bis bald. Und das Herzteil werde ich mir dann Offcam holen. Ihr habt es ja gesehen, das gibt es irgendwie nach dem 3. Fight, glaube ich. Oder nach dem 2., keine Ahnung, irgendwie sowas. Und das ist ja dann die Hauptsache. Dass ihr es einfach Offcam gesehen, Oncam gesehen habt. Dass ich das nicht einfach Offcam nachgeschaut und dann hinterher einfach erzählt habe, dass es ein Herzteil noch dort zu holen gibt. Gut. Wie dem auch sei, wir werden uns jetzt hier die ganzen Truhen holen. Dafür müssen wir einmal... Ja gut, ich glaube, wir werden erstmal hier drüben hinfliegen. Über die gesamte Map. Und dann wieder zurückzufliegen, wäre komplett schwachsinnig. Also, fliegen wir zuerst in die Nähe der Roulette-Insel. Oder Moment mal, ist hier nicht sogar eine Kiste drunter? Ja, dann sogar zur Roulette-Insel. Und holen uns hier direkt den ersten Schatz. Es ist ein goldener Rubin. Ja gut. Es wird, denke ich, noch viele Rubine hier geben, die wir uns abholen können. Nur, ich weiß nicht, ob das, ob wir die noch brauchen werden. Ich denke nämlich nicht. Hier wurden 2 Truhen angezeigt. Ich weiß nicht, ob hier drunter noch eine Truhe ist, unter der Insel. Aber, ja, komm, mach. Aber die hier haben wir auf jeden Fall schon mal. Du hast die Trankmedaille erhalten. Trägst du sie bei dir, kannst du Effekte deiner Tränke verlängern. Okay. Das ist nice. Wie lang wird das verlängert? Also ich würde schon das feiern, wenn das von 3 Minuten waren, glaube ich, die der Ausdauertrank. Und dann fände ich es echt nice, wenn dann... Ach ja, tatsächlich. Hier drunter ist noch was. Wenn das dann auf 10 Minuten verlängert werden würde. Ach komm schon. Okay, okay, okay. Wir spawnen wieder hier oben. Weil beim Wolkenhort ist es ja so, da wird man dann aufgefangen. Von so einem Vogelreiter. Und hier spawnt man dann einfach an der Insel. Jetzt kacke gewesen, wenn wir im Wolkenhort gespawnt wären. Und gut, hier gibt es eine Lebenskraftmedaille. Trägst du sie bei dir, erhältst du ein weiteres Herz. Entscheide selbst, wann es sich lohnt, diese Medaille mit dir zu führen. Deine Tasche ist voll. Das Item wurde im Itemlager deponiert. Hätten wir das auch beim, bei den Fights nehmen können? Drachenfights eben. Ich meine, wir können zwar nicht auf unsere Tasche zugreifen, aber brauchen wir ja auch nicht. Ich meine, die aktiviert sich ja von alleine. Ist aktiv, wenn man sie mit sich führt. Also, wie ist es? Geht das? Oder geht das nicht?
denke, ich probiere es mal aus und werde das dann im nächsten Part, nachdem ich dann nachgeschaut habe, ob es da was zu holen gibt. Ich meine, ich muss ja sowieso da in die Kämpfe dann dafür, obwohl, nicht zwangsläufig. Kannst auch einfach googeln. egal, ich werde das trotzdem austesten, ob man die Lebenskraftmedaille dort mitnehmen kann. Ich meine, klar, man kann sie mitnehmen, aber ob sie was bringt, ob das mit in den Kampf übernommen wird, das wollen wir natürlich wissen. Und da ist noch an der Insekteninsel eine Truhe und sogar auf der Insekteninsel, okay. Dann schauen wir mal nach, wo die ist. Weiß nicht, ob ich die schon gesehen habe. Aber ich kann mich jetzt an keine Truhe erinnern. So. Wo ist er? Ah, weil die hier außen ist. Na gut, na gut. Und wir bekommen ein Herzteil. Dir fehlen nur noch 3 weitere. Die Herzen werden aufgefüllt, wunderbar. Und Artefakte der Göttin. Da schlägt das Ding auch zu an. Okay. Da schlägt der Sucher auf jeden Fall zu an. Und was ist hier? Okay, hier gibt es noch eine Statue anscheinend. Ja. Na gut. Was hast du uns noch zu sagen? Erstmal kriegen wir ein Monsterhorn. Erweist du dich im Insektenparadies in weniger als 2 Minuten als Experte, erhältst du vielleicht seltene Insekten. Okay. Ja gut, brauche ich jetzt aber nicht. Ein Herzteil hätte mich da schon eher interessiert. Moment mal, was heißt seltene Insekten? Himmelsanbeterin? Nee. Ich weiß es jetzt nicht. Also, die Dinger, von denen wir wenige haben, da wüsste ich auf jeden Fall. Ein Pyro-Hüpfer vielleicht. Da wüsste ich nicht wirklich, wo wir den bekommen. Aber, ja, gut. Moment. In Firon. Im Wald von Firon. Ja, okay, macht Sinn. Ja, gut, nee, dann wüsste ich echt nicht, welche seltenen Insekten damit gemeint sind. Ist aber auch egal. Wir brauchen keine Insekten. Da hätte mich ein Herzteil schon eher interessiert, also können wir das getrost ignorieren. Machen wir weiter mit... Ah, okay, hier können wir uns reingraben. Mit den Thronen hier drüben, wollte ich sagen, aber ich kann... Hä? Moment mal, er ignoriert mich? Was zum Teufel? Ja, mit den Thron hier drüben wollte ich sagen. Aber es geht erstmal in so eine Krabbelpassage rein. Aber jetzt sind wir hier drinnen. Sehr gut. Also, was gibt es in dieser Truhe zu entdecken? Eine Flasche! Es gibt mehr als 4 Flaschen? Okay. Ja gut, in Twilight Princess gab es nur 4. Deswegen habe ich gedacht, dass es hier auch nur 4 gibt. Aber nun gut. Wenn es hier mehr gibt, habe ich nichts gegen. Dann wäre es aber cool, wenn die Abenteurertasche etwas größer wäre. Weil wenn man 5 Flaschen mitnehmen kann und dann auch noch diese Medaillen und so weiter, da wäre es schon cool, noch mehr Plätze zu haben in der Tasche. Wie kommt man da jetzt rein? Da gibt's auch... Ach, Mann. Ich würde mir das halt gerne mal vernünftig anschauen, aber die Kamera ist halt gerade echt scheiße.
Da muss man auch durch dieses Loch? Hä? Müssen wir den Käfer dafür erst besiegen, oder wie? Okay, nein, hier geht's nicht weiter. Da drüben ist noch ein Loch. Dann ist das da drüben, ne? Ich glaube, dann ist das da drüben, das Loch, was wir suchen. Gut. Ja. Jawohl, so ist es. Nun gut. Was gibt's hier? Einen kleinen Köcher? Ja, gut. Braucht man jetzt nicht wirklich, ne? Gerade weil man den erst bekommt, nachdem man... Ja, gut. Den... Ja, ja, okay, ja. Okay. Den, den Bogen bekommt man zwar auch erst spät, aber den bekommt man nach der Wüste Ranell. Oder in der Wüste Ranell. Oder... Nee, Quatsch. Im Sandmeer Ranell bekommt man den, den Bogen. Und die Mogma-Klauen bekommt man erst beim Vulkan Eldin, wenn man da das zweite Mal ist. Also, wirklich sinnvoll ist das jetzt nicht. Weil würde man die Truhe vor dem Bogen oder direkt nach dem Bogen schon bekommen können. Klar, es wird Sinn machen. Aber so, da sieht man doch im Shop den Köcher und kauft den noch instant. Das ist eine kleine Bombentasche erhalten. Ja gut. Also mittlerweile... Also am Anfang dachte ich noch so, ja okay, Dekotasche. Ist ziemlich geil, dass man die bekommt aus der Truhe. War halt jetzt nur unlucky für mich. Weil ich mir die da direkt gekauft habe. Aber man bekommt die Items doch sowieso mega easy. Weil man so viele Rubine farmen kann. Oder so viele Rubine generell bekommt. Also da hätte ich schon cooler gefunden, wenn sich da ein paar mehr Ideen zu weiteren Medaillen ergeben hätten. Aber na gut. Was soll's? Für geduldige Leute wäre das dann auf jeden Fall was. Allerdings für Leute wie mich, die sich das instant kaufen wollen, damit man halt nicht irgendwie nur, keine Ahnung, was war das, 20 Pfeile oder so dabei hat, ist das auf jeden Fall absolut nichts, was da in der Truhe ist. Klar, die Rubine bringen uns jetzt auch nicht viel. Oder gar nichts. Wie die Krähe da eben nur einen Rubin dabei hatte. Was zum Teufel? Den fliegt doch niemand hinterher. Naja. Gut, vielleicht hat sie genau deswegen auch einen Rubin dabei, weil sie sich so dachte, gut, das ist nicht viel, aber wenigstens nervt mich dann niemand. Und um nochmal zu den Rubinen zurückzubekommen, beziehungsweise um zu den Taschen zurückzukommen. Klar, wenn da jetzt Rubine drin wären, wird einem das auch nicht viel bringen, weil man die nicht unbedingt ausgeben kann, die ganzen Rubine, die man bekommt. Allerdings, wenn man sich so denkt, ja, ich würde gerne meine Tasche noch voll machen, meine Rubinentasche. Das wäre natürlich auf jeden Fall mega geil. Und hier gibt es sogar eine Fee. Okay, na gut. Leider ist unsere Tasche voll und deswegen können wir hier die Fee nicht mitnehmen. Und allein wegen diesen Taschen hier und dem Schild
muss man doch eigentlich schon mehr Plätze in der Abenteurertasche haben. Gerade... Oh, eine Herzmedaille. Trägst du sie bei dir, wirst du häufiger auf Herzen stoßen. Nimm sie mit, falls deine Gesundheit am Herzen liegt. Gerade deswegen wäre es doch eigentlich geil, wenn man einfach mehr Plätze hätte. Weil das Schild, oder der Schild, den Schild nimmt man doch sowieso immer mit. Es wird doch jetzt niemand losziehen und sagen, ja gut, ich nehme lieber eine Flasche mit der fünften Fee mit, als ein Schild. Vor allem, weil das Spiel oder Zelda generell, egal welcher Zelda-Teil, war immer Schwert und Schild. Allein wegen diesem Classic-Feeling würde ich sogar auf eine einzige Fee schon verzichten. Also finde ich das echt schwach, dass man hier dann so wenige Plätze in Inventar hat. Und bin ich an einer Truhe vorbeigeflogen? Mann, wie blöd bin ich denn bitte? Nun gut. Machen wir erstmal die Truhe auf. Zurückfliegen können wir dann gleich noch. Du hast die Schatzmedaille erhalten. Trägst du sie bei dir, wirst du öfter als sonst auf Schätze stoßen. Nimm sie mit, wenn du auf Schatzsuche gehst. Das ist geil. Das finde ich nice. Genau sowas meine ich. Mehr solche Medaillen, anstatt da irgendwie diese komischen Taschen reinzupacken. Und ach so. Das ist Terrys Insel, ne? Ja, okay. Ja, okay. Können wir die Truhe so noch irgendwie bekommen? Hier oben haben wir schon. Ja, okay, so geht's auch. So geht's auch. Du hast eine Rubinmedaille gefunden. So, und die Medaillen. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass man die Medaillen noch stacken kann. Weil, am Anfang habe ich ja so gesagt, ja, okay, es ist in Ordnung, was man da mit der Rubinmedaille bekommt, aber wirklich, das Gelbe ist es jetzt auch nicht, ne? Und da wäre meine Überlegung halt, was wäre, wenn man dann zwei Rubinmedaillen mitnimmt? Das wäre dann doch eigentlich schon ziemlich geil. Kann man dann auch rote Rubine aus Kürbissen bekommen? Das wäre auf jeden Fall schon krasser, als da ab und zu mal einen blauen zu bekommen. Weil wenn man dann meistens nur noch blaue bekommt, nur noch blaue Rubine aus den Kürbissen, dann könnte ich mir echt vorstellen, dass man dann lieber das macht, als da auf die Roulette-Insel zu gehen, wenn man da jetzt nicht unbedingt der Beste drin ist. Klar, man braucht sehr viel Geschick dafür. Für die Rubininsel, Moment mal, ist... Ja, okay, doch. Für die Roulette-Insel, wollte ich sagen, nicht die Rubininsel. Man braucht sehr viel Geschick für die Roulette-Insel. Und wenn man das dann natürlich nicht wirklich hat... Okay, die Truhe ist da oben. Kommt man da ran? Nein. Nein. Gut, dann muss ich nochmal auf den Vogel. Wenn man das nicht wirklich hat... oder einem das zu anstrengend ist, oder was auch immer, keine Ahnung. Dann ist diese Stack-Methode, diese Rubin-Medaillen-Stack-Methode, natürlich echt astrein, ne? So. Was ist hier in der letzten Truhe? Noch ein goldener Rubin. So, jetzt nochmal der Check. Wird noch irgendeine Truhe gefunden?
Nein, dann denke ich, was das mit den Truhen und ebenso, was das jetzt erstmal mit dem Part. Ja, war aber auch lang genug, ne? Da habt ihr auf jeden Fall einiges, um euch anzusehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis demnächst und ciao.